Also die Umfrage wurde unter Leuten zwischen 18 und 29 durchgeführt und die hat gezeigt, dass der unsympathische Nachbar Deutschlands immer noch Polen ist. Und nie ist man fertig damit. Jede neue Generation muss wieder neu auch diese Beziehungen für sich erarbeiten. Wir sind da im deutsch-polnischen Bereich vielleicht sogar in einer besseren Situation, noch sozusagen im Honeymoon, in den ersten Jahren einer Ehe, während die deutsch-französische Ehe schon 50, 60 Jahre besteht und eine gewisse Ermüdung festzustellen ist. Dieses Problem haben wir in deutsch-polnischen Beziehungen nicht. Ich glaube, die ältere Generation hat die Schwierigkeit gehabt, dass sie erstmal natürlich in einer Zeit aufgewachsen ist, wo es Feindschaften gab, wo es Gegner gab. Dafür ist es aber heute auch die Generation, wo es die meisten Brückenbauer auch gibt. Also wenn man sich an diese großen, weisen, alten Männer irgendwie heute erinnert oder so, die es gibt, die da heute sehr, sehr für werben, dass sozusagen, dass es da eine Verständigung gibt. In unserer jungen Generation, glaube ich, wir nehmen das alles für sehr, sehr normal. Manchmal vielleicht aber auch ein Stück gleichgültig auch hin. Und da gibt es viel weniger, denen das, glaube ich, wohl ein Bewusstsein dafür da ist. Das, ob das eine Freundschaft ist oder Partnerschaft, das muss eine Partnerschaft sein. Aber es wird nie so sein, dass die Polen und Deutschen sich so ähnlich werden, dass sie sich wirklich um die Arme fallen prinzipiell. Diese Fremdheit wird immer bleiben, weil es auch eine germanisch-slawische Grenzlinie ist. Es geht gar nicht anders. Aber natürlich muss man sich besser kennenlernen. Es gibt die Nachbarschaft seit 1000 Jahren. In diesen 1000 Jahren ist so viel geschehen und es gibt so viele Wanderungsbewegungen von Deutschen nach Osten, von Polen nach Westen. Man hat sich so oft begegnet und hat so oft aneinander vorbeigeschaut und versucht, sich nicht zu begegnen, dass dieses Nachbarschaftsverhältnis so kompliziert ist und so vielfältig und so vielschichtig und sowohl intellektuell auf einer hoch künstlerischen Ebene beispielsweise vorhanden, auf einer wissenschaftlichen Ebene, wie auch auf der absolut untersten Ebene im Bereich der Autoschieber und Kleinkriminellen, dass dieses Nachbarschaftsverhältnis einfach so einzigartig, vielgestaltig und spannend ist. Und das macht es eigentlich so toll, sich mit Polen zu beschäftigen und den deutsch-polnischen Beziehungen. Überhaupt an der Oder-Neiße-Grenze sind Deutsche und Polen erst seit 1945. Nie bardzo. Ja nie wierzę w przyjaźń polsko-niemiecką. Nie. Stanowczo na nie. Ale pewnie historia. Historia, tak. Historia Polski, historia Niemiec. Ja. Es ist irgendwie trotzdem noch wie, als wäre die Grenze noch da. Also ich habe keine polnischen Freunde. Man trifft sich ja gar nicht irgendwie. Also nicht in der Arbeitswelt oder privat nicht. Man trifft höchstens in einer Kaufhalle, da läuft man innen vorbei. Oder? Und wenn ich mir die Universität angucke, die ja, sag ich mal, da ganz aktiv Geschichten macht und sag ich mal, auch andere Sachen, die da laufen. Also ich sehe es eigentlich optimistisch. Ich denke mal, das wird ganz normal. Man kann die deutsch-polnischen Beziehungen nicht auf Frankfurt an der Oder begrenzen, sondern die sollten etwas intensiver gepflegt werden, und zwar weit nach Deutschland hinein. Klar, in Frankfurt an der Oder hat man eine ganz andere Nähe und Beziehung zu Polen. Aber wenn Sie nach Süddeutschland gehen, da wissen die Leute kaum, wo in welcher Himmelsrichtung Polen liegt. Es fängt, glaube ich, in der Schule an. Wir beschäftigen uns im deutschen Geschichtsunterricht sehr stark mit der Nazizeit, mit der Verantwortung der Deutschen für den Zweiten Weltkrieg, für den Judenmord sehr stark. Wir beschäftigen uns fast nicht mit der Ermordung von vielen Polen durch Deutsche im Zweiten Weltkrieg. Das ist kein Thema. Viele Deutsche kennen den Unterschied gar nicht zwischen dem Aufstand im Warschauer Ghetto. Das ist vielen bekannt seit dem Kniefall von Willy Brandt, aber auch sowieso aus dem Geschichtsunterricht. Während der Warschauer Aufstand
unbekannt ist. Ich glaube, dass wenn Sie Deutsche danach fragen, ob Sie schon mal vom Warschauer Aufstand gehört haben, dann werden viele glauben, die überhaupt was davon gehört haben, das sei der Aufstand im Warschauer Ghetto. So weit ist die Unkenntnis. Das fängt also in den Schulen an, die Aufgabe, über Polen zu reden und über unsere Verantwortung für polnische Geschichte. Es ist sehr schwer, Deutscher zu sein. Und zwar, weil Sie als Deutscher, das haben, tragen Sie eine Erinnerung immer in sich. Sie müssen sich immer die Frage stellen, wie hätte ich mich damals verhalten? Und Sie können die Frage nicht beantworten. Natürlich möchte jeder die Frage beantworten, wie er sich 1936, 1938 verhalten hätte. Aber als Deutscher sind Sie der Einzige, der mit dieser unbeantworteten Frage leben muss, der geradezu verdammt ist, diese Frage sich immer wieder zu stellen. Das ist eine seiner Chance, ist eine Belastung. Historia, tak. Historia Polski, Historia Niemiec. Es sind Vorbehalte, die ich alle historisch erklären kann. Ich kann sie nur schlecht erklären, wenn ich mit Teilnehmern komme, die 40 Jahre alt sind oder in den 30ern sind, die neuen Eliten sind, die verstehen das nicht mehr. Die wissen um die Vergangenheit, aber sie verstehen die Ressentiments nicht mehr. Ich glaube schon, damit in der Jugend nicht weiterhin irgendwelche finsteren Kapitel verbreitet werden können, so etwa die Polen, die haben ja uns Deutsche millionenfach vertrieben und das sind ja eigentlich auch Kriegsverbrecher. Das stimmt alles so nicht, weil in Deutschland halt immer noch häufig verdrängt wird, auch von der Politik, dass der deutsche Überfall auf Polen eine deutsche Sache war und die Polen völlig unschuldig waren. Inzwischen war ich auch im Museum für den Warschauer Aufstand. Und da ist mir Folgendes passiert, da hat man eine Führung durch eine junge Polin und eine junge Deutsche. Und wir sind mit dem Bundestagspräsidenten durchgeführt worden und dann sagt der Bundestagspräsident nach 10 Minuten, einer Viertelstunde auf einmal, und das ist ein sehr historisch gebildeter und überhaupt sehr kluger Mann, der sagt auf einmal, wieso sind hier nur englische und polnische Beschriftungen, da fehlen ja die Tafeln in Deutsch. Und da habe ich mich so geschämt, weil ich gesehen habe, dass der Mann gar nicht begriffen hat, wie man in einem Museum für die Opfer des Warschauer Aufstands, also für die Opfer der Deutschen, nach deutschen Schildern fragen kann. Das war mir auch ein Symbol, das war mir auch eine Lehre. Wenn man zum ersten Mal nach Warschau kam und, was man sich nicht vorstellen konnte, sah, wie die Stadt zerstört war oder Filmmaterial darüber gesehen hat, dann war das ungeheuerlich sozusagen, dass die Menschen einen anders behandelt haben. Weil sie hatten allen Grund, das, was sie an Verletzung erlebt haben, auf einen zu übertragen. Sie können aber nicht erwarten, dass Deutsche, die so alt wie meine Mitarbeiterin, ständig Asche auf dem Haupt tragen. Sie können von ihnen, das können sie nicht. Sie können nicht sagen, dass eine junge Frau von 40 oder von 30 sich in Polen andauernd schuldig fühlen muss. Das geht nicht, weil sie sagt, das war ich nicht. Aber Sie können von ihr erwarten, und Sie können verdammt nochmal von ihr erwarten, dass sie sich die Frage stellt, wie hätte ich mich damals verhalten? Und vielleicht ist das eines der großen Defizite der deutschen Einigung. Ich bin 1945 geboren und ich muss dieser Zeit, also ich habe all die Folgen in meinem Leben jeden Tag gespürt. Und es war immer die Fragestellung, mein Leben ist also mit diesem Thema, was ist in Deutschland passiert und warum ist es passiert? Oder was passiert in anderen Ländern an grässlichen Fragestellungen, bin immer damit konfrontiert gewesen. Ich kann mir das nicht aussuchen und ich finde das eigentlich aber weder, ich finde das einfach als einen normalen Bestandteil meines Lebens. Ja, też nie widzę takiej możliwości w ogóle przebaczenia, jakiejś przyjaźni. Aber man kann nicht die Vergangenheit jetzt so stark in der Hand halten, dass sie die Gegenwart zerstört. Deutsche und Russen arbeiten und seit Jahrhunderten zusammen über ein bisschen diese Pufferland Polen hinweg. Ja, einfach weil es auch viel kleiner ist. Also den kritischen Blick auf die beiden großen Nachbarn, Deutschland und Russland, verstehe ich sehr gut. Wenn ich in Polen leben würde, hätte ich diesen kritischen Blick auch. So ist das und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Und dann natürlich besteht schon gleich auch bei Partnerschaft Deutsch-Polen diese Hierarchie, die für euch heißt Partnerschaft, aber das ist keine echte Partnerschaft. Doch,
Das ist, und da ja, kommt doch wieder der Minderwertigkeitskomplex, dass er immer denkt, die Deutschen wollen ihn kleiner sehen. Ja, aber du sagst selbst, dass es ist so, weil Russland ein großes Land ist. Also das ist natürlich eine vom Tatsache, Markt, ja, vom Markt Tatsache ist es die man hinnehmen muss. Und das bedeutet, sind einige Probleme, die überhaupt nicht wegzuwischen sind. Doch, die werden, ich habe doch gesagt, die ändern sich durch die EU. Weil die Deutschen nicht ehrlich sagen, was ihnen an den Polen nicht gefällt. Während die Polen das sehr ehrlich sagen. Ja. Eine Gefahr ist, dass die Polen nicht von ihrem Bedürfnis loskommen, ein Feindbild zu haben, glaube ich. Und das sieht man an der Kaczynski-Partei, die ja einen erheblichen Anteil der Bevölkerung vertritt, immer weniger, aber doch, diese Leute können offenbar nicht leben ohne die traditionellen Feindbilder. Und das ist ein Bedürfnis, aus dem heraus sie dann die Vorurteile wieder reproduzieren. Diese unmittelbare Grenze zwischen Polen und Deutschland war ja eine DDR-Grenze. Und ich weiß genau, in der Zeit, wo ich Polen besucht habe, musste ich ja immer durch diese fürchterliche Scheiß-DDR fahren. Und ich weiß genau, dass die DDR-Deutschen nie gut zu sprechen waren auf die polnischen Nachbarn. Ich denke, wahrscheinlich ist das auch meistens bei den Leuten, die im Grenzgebiet wohnen oder zumindest ehemalige Deutsche, die dann zum polnischen Staatsgebiet gehörten, dann irgendwann ausgewandert sind oder solche, die Angst haben, dass es ihnen jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg dann doch noch das Gut, was ihnen jetzt gehört, wieder abgenommen wird. Ich denke mal, das sind hauptsächlich in dieser Region. Und die Grenzbevölkerung auf beiden Seiten sind vielleicht nicht diejenigen, die am, sagen wir, am intensivsten sind oder am aktivsten. Aber wir haben festgestellt, sowohl das direkt an der Grenze, aber auch weit über die Grenzen hinaus in Deutschland und in Polen ein Gefühl von Nachbarschaft entstehen kann. Die Stereotypen und Vorurteile haben ein hartes Leben. Ich vergleiche das manchmal mit englischem Rasen. Es ist nicht so, dass wir einmal sagen können, der Rasen ist perfekt, wir brauchen das nicht mehr zu pflegen. Mit zwei Ländern mit solcher schwierigen Geschichte wie Polen und Deutschland brauchen einfach eine ständige Pflege der Beziehungen. Ich glaube, die Vorurteile sind noch mehr auf deutscher Seite gegenüber Polen, weil weniger Deutsche nach Polen kommen und das Land kennenlernen, weil sie die Sprache nicht beherrschen. Und umgekehrt, die Polen haben, glaube ich, wenig Vorurteile gegen Deutsche, weil sie sie einfach zu gut kennen. Sie haben Urteile über die Deutschen, wie sie sind, aber kaum noch Vorurteile. Ich glaube, es wäre anders, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt in Spanien studieren, dann wäre eher so, ah ja, das ist ja spannend und schon was anderes, ein bisschen exotisches, aber was Tolles. Und Polen ist eher so, ja, aber warum denn irgendwie? Und in der Hinsicht sehe ich schon, dass da noch Defizite, auf jeden Fall sind da Defizite in der mentalen Nähe. Wobei man sagen muss, Vorurteile und Stereotypen sind immer nicht ganz falsch, sondern sie sind vielleicht nur Teilwahrheiten, aber in Polen ist man oft der Meinung, die Deutschen seien immer noch übertrieben arbeitsam und diszipliniert, und man hat auch das Vorurteil, die Deutschen seien geistlos, fantasielos, könnten nur arbeiten, wenn man ihnen genaue Anweisungen gibt, und man ist auch der Meinung, dass die Deutschen der Meinung sind, dass sie alles besser wissen. Nikt nie traktuje, powiedzmy, mnie jako absolwentki tych, nie wiem, jednego czy dwóch kierunków tutaj poważnie. W takim sensie, że nawet nikt się nie pyta, czy ja tutaj pracuję, nie wiem, w banku, czy w jakimś instytucie, tylko raczej zawsze to pytanie, mam takie wrażenie, jak co robię, to raczej jest właśnie, gdzie sprzątam, albo w której kawiarni pracuję, kogo obsługuję i tak dalej. Jakby wciąż to nie jest... Wciąż Polacy po prostu nie piastują tutaj takich stanowisk bardzo jakichś, no, poważnych. Zawsze to raczej jest tak, że Polacy pracują tutaj u kogoś.
Es ist eigentlich so lächerlich, das Vorurteil, dass man es gar nicht nennen sollte, aber es gilt immer noch, die Polen sind faul, sind unordentlich, können nicht wirtschaften. Jeder, der Augen hat, weiß, wie viele Polen in Deutschland arbeiten und wie sehr die Arbeit geschätzt wird. Und was noch, ja, ein bisschen tollpatschig, also nicht, nicht raffiniert, nicht raffiniert in diesem Sinne, ohne Finesse. So. Ja, das ist ja auch so. Ja, das ist so. Und das, das ist aber kein Vorurteil, das ist so. Die Deutschen sind einfach grobschlächtiger, so im normalen täglichen Umgang. Mhm. Ne? Und die nehmen das als Tugend und nicht als was, was sie ändern sollten. Von deutscher Seite ist es eher ein gewisses Herabblicken auf die Polen. Wenn man sympathisch ist, dann sagt man ja, diese armen Polen muss man unterstützen. Sie sind doch alle so gastfreundlich und so katholisch, aber man nimmt sie oft nicht richtig ernst. Es findet kein Dialog auf Augenhöhe statt. Man ist anders, würde ich sagen. Das liegt daran, dass die polnische Seele auch anders strukturiert ist als die deutsche. Ich finde, die haben so einen sehr starken Zusammenhalt, die Polen untereinander. Und daraus resultierend auch eine sehr ausgeprägte persönliche Orientierung. Ich finde, polnische Menschen haben sozusagen ein inneres Geländer, das sie leicht durchs Leben kommen lässt. Das ist mein Eindruck. Mir fallen jetzt erstmal nicht mehr als so schöne Sekundärtugenden ein, wie ich finde diese viel berühmte Gastfreundschaft, die Herzlichkeit, ich finde dieses Zusammenleben in Polen, sozusagen, wenn man einmal, glaube ich, da jemanden kennengelernt hat, dann sind das sehr, sehr tiefe Freundschaften, das finde ich was ganz Tolles. Die Treue der Polen. Die Treue, genau, das ist so ein Punkt, die Herzlichkeit und Treue, das ist, glaube ich, ja, das ist sehr schön. Fantasie und Eleganz bei Frauen, bei Bekleidung und bei Art, sich zu benehmen, ist es gleich hier verurteilt. Es ist sofort so ein bisschen nuttenhaft und so unseriös, kokett, was man eigentlich gar nicht so, so schätzt. Ja, laut. Unerzogenheit und Feigheit, das komme ich auch immer. Feigheit? Ja. Kenne ich für sich. Die Deutschen sind nur stark, wenn die in Gruppe sind und einzeln sind die Schrecklinge. Das war immer das, was ich gehört habe von meinen Eltern. Ja. Wir Deutschen haben keine große Geschichte zum Widerstand. Wir Deutschen sind Mitläufer. Und das wollen wir nicht wahrhaben. Aber die erfolgreichsten Deutschen waren immer die Mitläufer. Und es ist jetzt sogar in der DDR, wenn Sie überall sehen, wer da wieder an der Regierung ist, sind es die Mitläufer. Also ist es auch das vielleicht, gibt es auch einen deutschen Minderwertigkeitskomplex, den ich jetzt gar nicht so fühle, dass wenn ich in Danzig wäre oder in Breslau oder in Warschau bin und sehe die Menschen auf der Straße und denke, die haben sich anders verhalten in ihrer Mehrheit. Und denen verdankt nicht ich, sondern die ganzen ihre Freiheit. Ich glaube, dass das ist, was vielleicht noch eine, was man von Polen lernen kann, Widerstand zu leisten, wenn es darauf ankommt. Und da sind wir Deutschen ein bisschen unterentwickelt. Dass die so sind, okay, aber die sind stolz darauf, dass sie so sind und die möchten gar nicht anders sein. Weil wir interpretieren das grobschlächtiger als Gradlinigkeit, als Offenheit, als Klarheit. So, dieses ganze Firlefanz ist hier nicht so angesehen. Und gerade das, was das Leben ausmacht, was interessant ist, was gibt diese Bett zum Leben. Also ich habe in Polen nette Leute und freundliche Leute und unfreundliche und Blödmänner erlebt, aber einfach ganz gemischt, wie bei uns auch. Also ich fand die Polen eigentlich überwiegend freundlicher, charmanter. Nun, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, die sind also vor allem freundlich und charmant Frauen gegenüber, mehr als die deutschen Männer, wirklich. Ich habe dann immer noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht sind sie etwas intelligenter, das könnte sein. Ja, aber man kann nicht sagen, dass die Deutschen fantasielos sind, das stimmt gar nicht. Wenn man die deutsche Literatur oder die Romantik anguckt, die Deutschen haben eine sehr große Fantasie.
auch eine sehr tiefe, aber im Alltag ist das nicht, kommt das nicht zum Ausdruck. Im Alltag sind sie Ingenieure. Sie sind einfach dabei, also sie sind einfach, diese Stereotypen gab es früher und gibt es immer noch, aber wir wissen eigentlich nicht, woher sie kommen. Also schon kleine Kinder wissen, dass Polen klauen zum Beispiel. Tak, tak. Bardzo dużo też robi rodzina. A w momencie, kiedy sami rodzice są wykształceni na pewnym stereotypie, przekazują również, nie zastanawiając się często nad tym, przekazują to swoim dzieciom, które, tak jak miałam okazję się przekonać, bardzo bezmyślnie mówią o pewnych rzeczach, a zapytani nie potrafią nigdy skonkretyzować i odpowiedzieć, uzasadnić, zaargumentować, dlaczego myślą tak, a nie inaczej. Wenn jemand ein Vorurteil von einem anderen hat, dann sagt das mehr über ihn selber aus, als über den er urteilt. Die Mischvölker sind die intelligentesten. Also die Rassentrennung ist etwas Fatales. Es war ja auch für mich sehr gut, dass ich jetzt 30 Jahre mit einer polnischen Frau zusammenlebe, was mir unheimlich viel Anpassungsarbeit und Abschleifarbeit und auch ganz einen subtilen Kampf abverlangt hat, den ich nie hätte leisten müssen, wenn ich in Deutschland nur in meinen Kreisen gelebt hätte. Das ist natürlich eine Herausforderung, an der man aber wachsen kann. Und die komischerweise auch das eigene potenziert. Wenn man mit dem Fremden ständig in Kontakt ist, besinnt man sich viel mehr darauf, was man selber ist, was man vielleicht nicht merkt, wenn man immer nur in der eigenen Soße schwimmt. Insofern ist es auf jeden Fall gut. Es ist ja schon ganz nützlich, wenn man über fremde Völker was liest und so, ja. Aber eigentlich muss man hinfahren. Da muss man hinfahren. Wenn Europa einen Wert hat, einen kulturellen Wert hat, dann gibt es da überall Tonnen von Gefährdungen und die Notwendigkeit, sich immer wieder eine Sensibilität zu geben für das, was gefährdend ist und eine Sensibilität für das, was sinnstiftend sein könnte, sein müsste. Und darin hat Kultur in meiner Auffassung immer eine sehr extrem kritische Funktion. Man kann eine Welle bekannterweise nicht blockieren, man kann aber sie aufnehmen und lenken. Und der Weg wäre der, zwischen diesen beiden Ländern aus dieser natürlichen Nähe einen Dialog zu machen, der nicht darin endet, der eine arbeitet bei dem anderen oder jetzt können sie mehr in Polen verdienen oder mehr in Deutschland verdienen, sondern der über die Geldfrage hinausgeht und eben in die Utopiefrage geht. Ich würde mir wünschen, dass wir gute Beziehungen haben und dass wir, das Deutsche und Polen in vielen Fragen zu gemeinsamen Projekten kommen. Und ich glaube, gemeinsame Projekte, wie ich sie mit Amerika jetzt hier habe, mit Indien habe, mit Mexiko habe ich eine, statt Mexiko haben wir ein großes gemeinsames Projekt, dass diese gemeinsamen Projekte doch feststellen, dass wir alle Europäer sind und alle sind wir, Sie sehen es an meinem Namen, Sie sehen es an dem deutschen Namen vieler Polen, dass wir alle ein Volk sind, ein europäisches Volk. Und das ist, finde ich, eine ganz große Aufgabe, dass wir das werden könnten. Man darf nicht diese sogenannten politisch korrekten Projekte machen, weil politisch korrekt ist immer verlogen. Man muss ehrliche Projekte machen. My z tamtej generacji, którzy prowadziliśmy tą walkę, jesteśmy zobowiązani, by wszystko, co wiemy, oddać szczególnie młodzieży, by im się udało. By oni poszli mądrzej przez życie niż my szliśmy. Jak im się uda, to moje pokolenie będzie miało większe emerytury. Jak ty się nazywasz? Marina. Wie heißt du eigentlich? Kannst du mir das mal sagen? Nie, nie. Willst du nicht sagen, wie du heißt? Ich würde gerne wissen. Marina. Marina się nazywam, a nie od razu. A znasz język niemiecki? Nie. Ale trochę. Ale trochę znam. Co znasz po niemiecku?
Wasser znam po niemiecku. Wasser? Tak, to raczej woda. Aha, aha. Skąd to znasz? Bo troszkę jestem duża, a troszkę mała. To znaczy, gdzie się nauczyłaś to, że Wasser jest woda? W przedszkolu. W przedszkolu? Tak. I w przedszkolu uczą niemieckiego? Raczej tak, ale troszkę. To znaczy, w jakim, gdzie jesteś w przedszkolu? W Frankfurcie czy w Słubicach? Są jedną nogą tutaj, jedną nogą tam. W Słubicach mieszkają moi rodzice. Także potrafią być parę razy dziennie u dziadków, jak trzeba, jak mają ochotę. Znajomych mają raczej po tej stronie i kolegów, koleżanki. I większość czasu spędzają też po tej stronie niemieckiej. Ale nie są zamknięci na Polskę. Ja, das gilt für alle Ebenen, also für die deutsch-polnische ganz besonders, weil wir Nachbarn sind. Und es ist die schlimmste Lebensweise, die man sich aussuchen kann, in einem Miethaus eine Wohnung zu mieten und in Feindschaft oder Hass und Unverständnis mit den Nachbarn zu leben. Wir sollen erst mal vor unsere Tür kehren und da Ordnung schaffen. Und das, was wir uns vorgenommen haben für Europa, auch erreichen. Und dann reden wir über die Globalisierung.